Guten Morgen zum zweiten Tag auf meiner Stempelrunde. Heute geht es dann um den Südosten, wenn man so will, der Insel. Und morgen geht es dann in den Nordosten. Ja, erster Punkt meiner Tour oder erster Stempel meiner Tour ist das Tourismusbüro Fehmarn. Hätten Sie mir ja gerne auch mal sagen können, als ich mir da den Fahrradpass geholt habe, hätten Sie mir gerne sagen können, dass es da auch einen Stempel gibt. Jetzt muss ich da noch mal hin. Aber ich werde da sowieso heute hin, weil gestern habe ich mir ja die Bronzenadel verdient. Und die will ich mir dann auch gleich abholen. Ja, hier die Strecke nach Burg, die bin ich ja schon gefahren. Ist auch ziemlich unspektakulär. Geht ja hier an der Straße entlang. Was mir nur auffällt, also gestern am Samstag war ja teilweise am Deich die Hölle los. Was heißt die Hölle los? Aber da waren schon ganz gut Leute unterwegs. Und jetzt sehe ich, wie die ganzen Leute langsam nach Hause fahren. Also am Sonntag, denke ich mal, heute soll es ein bisschen ruhiger sein unterwegs. Fände ich auch ganz gut. Ja, das Wetter, weiß ich nicht. Kann sich nicht so richtig entscheiden. Eigentlich soll heute volle Sonne sein. Ich denke mal, wird noch eine Stunde dauern, bis die Sonne hier durch den Dunst durchkommt und dann wird es aber warm werden. Deswegen, ich habe Jäckchen angezogen und morgen war mir dann doch noch zu frisch auf dem Fahrrad. Und jetzt ist so grenzwertig. Könnte ausziehen, könnte anlassen, aber dann lasse ich es ja lieber noch an. So, die ersten, von den ersten drei Stempeln, die ich haben wollte, habe ich nur zwei. Habe nicht dran gedacht, als ich die Tour geplant habe, dass ja sonntags so ein Fahrradladen erst um 11 Uhr aufmacht. Also zumindest hier auf Fehmarn. Ja. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil ich brauche nur 20 Stempel für die goldene Nadel und 24 Stempel gibt's. Aber ich komme heute Nachmittag noch mal durch Burg auf den Rückweg. Wenn es dann vor 17 Uhr ist, dann schaue ich da noch mal an dem Fahrradladen vorbei. Ich weiß ja jetzt, wo der ist. Ja, gerade hatte ich die ganze Zeit Rückenwind. Naja, jetzt natürlich Gegenwind. Der nächste Stempel ist am Campingplatz Struckam. Dürfte aber auch jetzt nicht mehr allzu weit sein. Also der Wind heute ist schon ganz schön heftig. Da bin ich wirklich froh, dass ich mit dem E-Bike unterwegs bin heute. So, auch den Stempel habe ich im Sack. Da vorne der kleine Leuchtturm Schruckamp. Und jetzt geht es wieder Richtung Fehmarn-Sundbrücke. Hier war ich ja schon. Ja, die Segler und Kiter, die freuen sich natürlich über das Wetter. Aber für uns Fahrradfahrer ist es natürlich lästig. Aber nun gut, will mich ja nicht beschweren. Ich habe ja ein kleines Motörchen am Rad.
Das relativiert das Ganze wieder. So, mal einen kleinen Schwenk über den Fehmarnsund. Ah, das ist hier wohl eine sehr beliebte Gegend. Also jede Menge Ferienhäuser, Ferienwohnungen hier. Auch schön hier, aber bei mir in Wallnau gefällt es mir besser, da ist ruhiger. Es geht jetzt von einem Campingplatz zum nächsten. Also gerade Struckern Hook und jetzt zum Wulfner Hals. Ist auch nicht allzu weit weg. Auf der anderen Seite der Fehmarnsundbrücke, wenn man so will. Aber jetzt kommt, glaube ich, erst Ahoy Camp oder so. Nee, auch, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Egal. Und dann kommt erst Wulfner Hals. Ja, so langsam kommt die Sonne raus. Denke mal, beim nächsten Halt ist die Jacke fällig. Ja, der Wulfner Hals gilt gemeinhin als Surfer- und Kiteparadies, was wohl auch sehr daran liegt, dass es sich hier um ein großes Stehgewässer handelt. Also Stehgewässer, habe ich jetzt auch hier gelernt, sind Gewässer, wo man drin stehen kann, also wo man aus dem Stehen, aus dem Stand heraus auch gut wieder aufs Brett kommt. Ja, ist echt windig heute. Mir kam da gerade schon Radreisende entgegen, die haben wirklich schräg auf dem Fahrrad gesessen, so windig ist es. Am U-Boot-Museum gab es den nächsten Stempel. Da fällt gerade ein, da habe ich nur Fotos gemacht. Also ins U-Boot rein bin ich jetzt auch nicht. Weil, naja, zum einen will ich weiter und zum anderen finde ich da den Eintritt ein bisschen teuer für. So, jetzt geht es Richtung Südstrand. Wie die Leute, die Fehmarn kennen, anhand der großen Klötze da sicherlich erkennen. So, den Stempel habe ich mir geholt. Südstrand habe ich jetzt auch gesehen. Bisschen hubbelig hier. Ja, dann geht's auf zu den nächsten Stempeln. Ach so, ja, die silberne Nadel habe ich mir jetzt gerade in Burgtiefe auch noch geholt. Weil in Burgtiefe ist der Stempel auch an der Touristeninformation. So, dann sollte ich heute aber die 20 zusammenkriegen, zumindest wenn ich noch zu dem Fahrradgeschäft fahre. Aber ist noch früh genug, denke mal, das sollte ich schaffen. So, auf zum letzten Stempel. Okay, ist der vorletzte, aber der letzte, der eigentlich nach Plan ist. Der andere, das sollte ja eigentlich der heutige dritte sein, der zweite. Den hole ich mir aber auch noch. Dann habe ich die 20 für die goldene Nadel zusammen. Morgen denke ich mal, die 4, die werde ich mir auch noch holen. Nur fürs Papier.
dass die Stempel im Pass drin sind. Ja, da habe ich bei der Planung wohl nicht aufgepasst und habe mir den letzten Stempel irgendwie, den habe ich nicht mit in die Tour reingebaut. Auf einmal war ich wieder in Burg zurück. Naja, egal. Dann habe ich mir halt den Stempel da am Fahrradgeschäft noch geholt. Dann habe ich halt erst morgen die 20 zusammen. Das heißt, ich muss dann auf jeden Fall morgen nochmal los zum Stempel sammeln. Es ist dann auch in Ordnung. Dann hole ich mir morgen den 20. Muss ich halt nur gucken, ob ich den dann auch morgen in der Tour drin habe. Weil ich hätte jetzt nicht nochmal zurückfahren wollen. Ja, unterwegs gerade habe ich mir mal einen Backfisch gegönnt. Erster Fisch, seitdem ich hier auf der Insel bin. Hat sich immer irgendwie nicht ergeben. War nicht mittags irgendwo, wo Fisch gegeben hätte. Und abends noch mal los, nur zum Essen gehen, da habe ich keine Lust zu. So, jetzt geht's dann wieder zurück zum Campingplatz. Die Strecke, die kennt ihr ja. Moin von Fehmarn zur dritten Stempelrunde. Ja, und die letzte Stempelrunde wird es auch sein. Ja, ich habe schon gesehen, ich werde nicht alle Stempel kriegen können. Weil heute ist Montag und einer der letzten Stempel ist ein Lokal und die haben natürlich meistens montags geschlossen, so wie auch dieses. Also werde ich nur 23 Stempel schaffen, aber wie gesagt, 20 reichen mir ja, um die goldene Nadel zu kriegen, also von daher gibt es dann jetzt heute nur 4 Stempel statt 5. So, bin dann jetzt gerade durch Burg durch. Jetzt unterwegs nach Staberdorf. Das ist der Stempel, den ich gestern irgendwie vergessen habe, beziehungsweise den ich beim Planen vergessen habe, sagen wir so. Ja, und von Staberdorf aus geht es dann, glaube ich, Vogel. Von Staberdorf aus geht es dann in nördlicher Richtung zum Teil auch an der Küste entlang hoch. Ja, sowas Dummes. Also ich hatte doch keinen Fehler gemacht. Ich habe doch alles richtig geplant. Ich bin nur an dem Stempel mal wieder vorbeigefahren. Also Stempel sammeln mit dem Fahrrad ist doch tatsächlich ein bisschen, mein Gott, ist das die Straße hier, ist tatsächlich doch ein bisschen schwieriger als zu Fuß, weil du einfach viel schneller, also nochmal, also Stempel sammeln mit dem Fahrrad ist doch ein bisschen schwieriger als zu Fuß, weil du bist halt einfach mal schnell an so einem Stempel dran vorbeigefahren. Wenn du das nicht hundertprozentig im Kopf hast, wo der nächste Stempel ist, dann, naja, wie gesagt, dann bist du dran vorbei. So, jetzt fahre ich gerade auf die Ostsee zu. Ganz schön hubbeliger Weg hier. Und jetzt geht es dann aber auch ein Stück an der Ostsee entlang. Ich glaube, das ist hier die Steilküste, wenn ich mich nicht irre. Kann mich aber auch täuschen. Na, Steilküste weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier ein vernünftiger Radweg. Hier kann man vernünftig fahren. Ah, war gerade schon anstrengend. Ja, so ein kleines bisschen Steilküste gibt es hier schon. Jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Aber immerhin.
und auch ein bisschen Aussicht. Aber ganz schön windig hier. Aber Wind kommt aus meiner Richtung, aus Wallnau, hier rüber. Das heißt, ich habe gleich ordentlich Gegenwind auf dem Rückweg. Naja, macht ja nichts. So, Katharinenhof ist, glaube ich, hier vorne schon. Und dann gucken wir mal, dass wir den Stempel auffinden. Zwei habe ich schon. Zwei muss ich noch, ne? Ja. Und einen kriege ich nicht. Egal. Ja, hier in der Ecke war ich bis jetzt noch gar nicht. Ist echt schön hier. So, meine goldene Nadel habe ich mir in Burg abgeholt. Bin jetzt hier schon wieder unterwegs, zurück zum Campingplatz nach Wallnau. Ja, Stempel sammeln auf Fehmarn macht ordentlich Spaß. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.